getting stressed in this new cold job. Ja, servus, moin moin und hallo allerseits. Hier ist der Howie. Mich hat's heute nach Aachen gezogen. Ich bin bei Touratec West und BMW Kohl und andere sind hier auch noch. Hier ist heute Open Day, so eine Art Saisoneröffnungsparty und das Wetter, Leute, spielt sowas von mit. Es ist feinstes Kaiserwetter. Ich freue mir einen Ast ab, mir das heute alles anzuschauen hier. Und hier gibt's auch eine ganze Menge zu sehen. Wollen wir uns das mal zusammen anschauen? Auf geht's! You want to leave this town, babe. No friends at all and no trace of fun. Leute, neben mir sitzt der Jörn. Ich darf euch Jörn sagen, ja, ne? Ja, klar, kein Problem. Den kenne ich schon. Und zwar habt ihr vielleicht das Video gesehen aus dem September, als wir in Kleinau waren und Offroad gefahren sind. Und Jörn war einer meiner Ausbilder da. Der hat mir ein bisschen gezeigt, wie ich mich verbessern kann. Jörn, was machst du denn hier heute eigentlich? Ja, aber das mit dem Verbessern, das hat sich eigentlich gar nicht gelohnt, ne? Was wollte man dir noch zeigen? Bin ich ein bisschen rot gewesen, geworden gerade hier. Es hat riesen Spaß gemacht bei diesem Event. Und heute beim Open House. Wir haben 21 Motorräder hier zum Probefahren. Die Gäste, die kommen, Führerschein vorlegen, können die neuesten BMWs fahren. Wir haben ein ganz extra geiles Wetter bestellt für heute. Also wirklich, alle haben aufgegessen gestern, glaube ich. Ja, natürlich, natürlich. Alle haben aufgegessen, ja. Wir lassen sie fahren heute. Es sind so kleine Runden mit Tourguides. Halbe Stunden Touren, es ist toll, 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 auf Holzklopfen, noch nichts passiert. Die Kunden kommen mit grinsenden Gesichtern wieder und wir hoffen natürlich, wir sind ja irgendwo auch Händler, dass der ein oder andere Kunde hinterher sagt, kaufe ich. Also da hinter der Kamera, ne, da steht ja gerade der Till und der liebäugelt ja mit der 1250 und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Highlight dieses Jahr bei euch, oder? Die 1250er ist gut angenommen worden, wirklich. Wird im Moment sehr gut verkauft, die Lieferzeiten gehen leider nach oben. Ist so krass. Ja, ja, gehen leider nach oben. Aber wir hier bei Kohl, wir haben noch genug Mopeds da. Und sag mal, du bist ja wahrscheinlich auch selber schon mehrfach gefahren, ist ja klar. Da ist ja diese neue Shift-Cam-Technologie drin, mit der doppelten Nocke drin und so. Wie fühlt sich das an, damit zu fahren? Du bist ja auch die alte oft genug gefahren. Vom Fahren her, man merkt es nicht. Dieses System arbeitet so butterweich, man hat keine Geräusche, man hat kein Rucken, Stucken, nichts. Man kann das Motorrad untertourig fahren, gemütlich cruisen, dreht den Hahn auf und ganz ehrlich, es passiert was. Krass, ey. Ich bin so gespannt auf dieses Bike. Ich muss die auf jeden Fall auch nochmal fahren. Till wird ja gleich damit fahren. Und meinst du, das Ding lässt sich auch im Gelände bewegen? Ja, wir haben es schon getestet, in Kleinau auf der Rennstrecke. Human, mit Straßenreifen, es war Gott sei Dank trocken. Ja, lässt sich toll fahren. Zweite Gang, cruisen, rollen lassen. Das ideale Motorrad, um mal so schöne Soft-Enduro-Touren zu machen. Ganz fantastisch. Sehr, sehr schön. Ich liebe ja auch den Boxermotor, gerade im Gelände. Viele glauben das gar nicht. Unbedingt mal ausprobieren. Ganz lieben Dank, Jörn, dass du uns hier ein paar Fragen beantwortest. Sehen wir uns eigentlich im Stöffelpark im Mai? Aber natürlich. Ich bringe natürlich einen 850er BMW mit. Und dann verfeinern wir nochmal unsere Kenntnisse. Einverstanden. Und wenn es passt, trinken wir auch gern Bier nach Feierabend, ne? Oh ja, Jörn, ganz lieben Dank, ne? So I could handle it. Leute, hier stehe ich mit dem lieben Tom. Ihr kennt ihn schon aus anderen Videos, ich kenne ihn jetzt auch schon eine Weile und ich habe ihn lieb gewonnen. Schön, dich mal wiederzusehen, mein Lieber. Hallo Malte, schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns hier begleitest über den Tag. Dankeschön. Ich bin jetzt schon ein paar Stunden hier gewesen. Ich finde dieses Event super cool. Ihr habt unglaublich viel auf die Beine gestellt. Erzähl doch mal ganz kurz, wo wir jetzt hier sind, quasi in deinem beruflichen Wohnzimmer, wenn man so will. Was genau machst du hier und wo sind wir hier jetzt eigentlich? Ja, also wir feiern das Grand Opening, unsere Saisoneröffnung bei BMW Kohl.
Aachen, Touratec West. Und ihr seid hier, du hast das sehr schön gesagt, in meinem beruflichen Wohnzimmer. Ihr seid hier im Untergeschoss von BMW Kohl. Und das ist das Reich von Touratec West und BMW Bekleidung, Flagship Store, wo wir sehr gut in Farben und Größen durchsortiert sind. Also man hat ein bisschen das Gefühl, als wäre das hier die Touratec-Zentrale, denn es ist echt groß. Man kann hier unglaublich viel anprobieren, ausprobieren und so weiter. Hier laufen auch ganz viele engagierte Leute rum. Also wir sind ganz froh, dass hier gerade keiner durchs Bild läuft für einen Moment. Ihr habt das hier heute auf die Beine gestellt. Was machst du denn hier heute so? Ja, also es ist wirklich viel Arbeit, das darf ich an der Stelle mal sagen. Aber es ist eines unserer Highlights in diesem Jahr. Also dieses Grand Opening, da bündeln wir alles, was wir so an Kräften haben, was wir an Material haben, das bündeln wir, stellen das unseren Kunden zur Verfügung. Wir bewerben das. Wir haben eine schöne Rabattaktion. Da sagen wir vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze zu. Ja, und ich bin für meine Kunden hier der Ansprechpartner. Wir haben an so einem Tag wie heute viele Aushilfen und unsere studentischen Aushilfen hier. Das koordinieren wir und ich packe natürlich überall mit an, wenn verkauft werden muss, wenn etwas intensivere Beratungen notwendig sind oder benötigt werden oder was auch immer. Ich bin dann ein bisschen was hier unten, ein Mädchen für alles an so einem Tag wie heute. Jetzt kriegt man den Eindruck, wenn man Touratec ein bisschen verfolgt, 2019 greift Touratec wieder richtig an. Hast du vielleicht so ein Highlight oder so, was in diesem Jahr neu ist oder was kommt oder so? Also es gibt tatsächlich viele Highlights. Nachdem wir jetzt so eine kleine Phase hatten, wo Touratec sehr mit sich selbst beschäftigt war und aus dieser Phase sind sie wirklich sehr erstarkt jetzt wieder emporgekommen, merken wir jetzt, wie einfach viele neue Teile auch wieder auf dem Markt sind. Bei einem stehst du jetzt direkt, leider mit deinem Rücken dazu. Die zeigen wir gleich nochmal ausgiebig. Zeigen wir gleich, genau. Das ist ja so der Desserte-Umbau. Wir haben eine tolle Kofferaktion, es gibt eine tolle Koffererweiterung, es gibt wieder abschließbare Halterungen für neue Navigationsgeräte, neue Bekleidung. Also die Kollegen von der Touratec-Zentrale haben im letzten Jahr wirklich einen sau guten Job gemacht. Und es ist jetzt nicht nur so, dass wir viele neue Produkte haben, sondern eines der Kernprobleme der letzten 2-3 Jahre, das war eine mäßige Lieferfähigkeit, das ist jetzt wirklich toll geworden. Also wir haben wirklich fast alles, und fast alles ist wirklich fast alles, ab Zentrallager verfügbar und sehr viel hier bei uns in Aachen lagernd. Ja, was ich nur mal betonen will, Leute, warum ich ja auch echt ein Fan vom Brand bin, Touratec, ist, du sagst das schon gar nicht mehr, weil es für euch selbstverständlich ist. Es ist nicht nur ein deutsches Unternehmen, sondern stellt auch selber ganz viel her. Und die Partner kommen zum großen Teil auch von hier. Und das sind oft so ganz enge Verbindungen. Und es sind Produkte, die ihr auch mitdesignt habt, also die Zentrale entsprechend. Ja, ist absolut richtig. Das ist einfach ein ganz großes Thema für uns. Qualitätsmerkmale sind für uns ganz wichtig. Und das alles macht natürlich den Brand Touratec aus. Hatten ihn auch immer ausgemacht. Was für uns wichtig ist, dass nach der Restrukturierung das aber auch genauso beibehalten wurde. Da hat man nichts geändert. Man geht jetzt nicht hin und geht ins europäische oder außereuropäische Ausland, holt dort einzelne Bauteile oder lässt dort fertigen. Da ist sich zum Glück der neue Eigentümer auch treu geblieben und fährt eine tolle Linie weiter gerade fort. Ganz lieben Dank, Tom, für dieses kleine Interview, obwohl du sau viel zu tun hast heute hier an dem Tag. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich danke auch. Vielen Dank. Liebe Leute, ich bin jetzt hier bei Harley und vor mir steht der Thomas und der ist quasi eins der Gesichter von Harley hier. Und erstmal ganz lieben Dank, dass ihr eingeladen habt heute zu dem Event. Vielen Dank, Malte, dass du hier bist. Schön, dass wir mit euch heute ein bisschen Kontakt haben können. Wir freuen uns heute am Open House, 30. 31. März hier bei Kohl in Aachen. Seit 2003 sind wir Harley-Dealer hier in der Aachener Region und freuen uns, dass du heute hier bist. Erste Frage, wahrscheinlich hast du... Oder fährst du immer noch selber Harley? Was hast du für eine?
Aktuell fahre ich eine Street Glide mit dem neuen Milwaukee 8 Motor und bin sehr zufrieden, weil ich so ein kleiner Longrunner bin und das ist eigentlich das Optimale. Was würdest du denn sagen, was macht Harley eigentlich aus? Also was sind das für Leute, die sich eine Harley kaufen und eben keine Ducati, keine BMW? Das ist unser Lifestyle, sage ich mal, den wir haben, unsere ganze Community, das Ganze drumherum. Du siehst heute, was draußen los ist bei uns. Viele Motorradfahrer, viele Chapter sind da. Die Gemeinschaft ist da, es gibt keinen Neid zwischen Arm und Reich. Das ist einfach das Schöne und wir wollen eigentlich nur Motorrad fahren und unser Hobby freuen. Jetzt ist mir aufgefallen, vor allem auch letztes Jahr bei dem Event in Prag, dass Harley versucht, neue Wege zu gehen. Wir haben jetzt 2019. Gibt es irgendwas Neues oder ist irgendwas in Startlöchern bei Harley? Also die Livewire ist ja gerade in aller Munde, unser E-Bike, die wird dann ja so zum September kommen. Darauf werden wir uns tierisch freuen, wenn das Ding da ist. Wir haben letztes Jahr gesehen, die Softail-Serie ist erneuert worden, das sich ja zum Selbstläufer entwickelt hat mit den Motoren. Heute haben wir noch viele lange Wartezeiten auf diverse Modelle und so wird es, denke ich mal, weitergehen auch für die Zukunft. Sehr schön. Eine Frage hätte ich noch und zwar habe ich hier jede Menge Umbauten gesehen bei euch. Ihr habt ja ein paar Highlights, habe ich gesehen, vor allem eben habe ich eine gesehen. Kannst du vielleicht noch mal was zu sagen? Was gibt es hier heute noch zu sehen, dass ich da gleich noch mal ein paar Filmaufnahmen mache und die einfange? Wir haben eine aktuelle CVO hier aus dem 19er Baujahr und gerade frisch aus der Werkstatt gekommen ist unser Fatboy als Badboy-Maschine. Ganz in schwarz mit vielen Highlights, nette Auspuffanlage. Schau sie dir einfach an und dann lassen wir sie mal laufen. Okay, ganz lieben Dank, Thomas, für das Interview. Das war's auch schon. Ich gucke mich weiter hier um und wünsche dir noch einen ganz erfolgreichen Tag. Danke, Malte. Spaß. Ja, Leute, wer ist denn hier? Da bin ich in Aachen, ne? In der Eifel. Da bin ich natürlich mit den Eifelbärs hier. Einmal der Till. Hallo. Hallo. Und dann haben wir den Manuel hier. Moin, moin. Leute, wart ihr eigentlich schon öfter hier? Selbstverständlich. Das ist doch die Heimat. Hallo. Hier ist alles, was wir von Touratech und BMW hier bekommen haben, ist hier und war hier. Und ihr kennt ja wahrscheinlich auch schon ein paar Leute hier, ne? Ja, der Tom, das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, schon ein guter Bekannter. Ach so, seid ihr auch ein bisschen beeindruckt, weil ich bin total überwältigt von diesen ganzen Eindrücken hier. Es ist riesig groß für so eine Saisoneröffnung. Wenn ich das mit Bremen vergleiche, es ist wirklich nochmal mindestens dreimal so viel. Ja, BMW Kohl hat ja auch nicht gerade einen kleinen Namen, ne? Ist, ja, ich hätte selber nicht für so groß erwartet oder gehalten, aber bin auch überrascht, positiv überrascht. Was ist so dein Highlight bisher, Manuel? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir eben mal die 1250er GS angeguckt und die 850er und musste feststellen, dass die 1250er Adventure leider perfekt passt, auch von der Höhe her. Verdammte Scheiße. Ja, sehr schade. Und dann hat man den Preis gesehen. Dann habe ich mir gedacht, das dauert noch ein paar Jährchen. Aber Leute, hier kann man ja jede Menge Probefahrten machen. Ne? Mich würde ja auch total die 1250 mal reizen. Du hast Motorradklamotten an. Ich würde mich an deiner Stelle da wirklich gleich mal anmelden. Und ich möchte unbedingt wissen, wie sich diese neue Technologie mit der doppelten Nockenwelle fährt. Ja, können wir machen. Machst du das? Ja, kriegst du die Jacke, kriegst die Schuhe. Alter, nee, du sollst das machen. Du sollst das ausprobieren und mir dann hier berichten, ne? Mach ich. Gerne. Ihr beiden Reisemäuse, Manuel muss noch los, der will nach Köln heute mit seiner Family. Die stehen gerade hinter der Kamera. Vielen Dank fürs Filmen übrigens an der Stelle. So, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Und dir eine gute Fahrt. Till und ich werden hier auf jeden Fall nochmal gleich eine kalte Cola nehmen, ne? Eine kalte Cola, ja, auf jeden Fall. Hilft ja nichts, ne? Alles klar. Bis später. So unaware.
Leute, und das war's. Ich war den ganzen Tag heute hier bei TourTech West und BMW Kohl. Und nochmal ganz lieben Dank an alle, die das hier auf die Beine gestellt haben. Ich habe ganz tolle Gespräche geführt, ganz viele Leute kennengelernt. Davon habe ich natürlich nur einen Teil hier ins Video reinnehmen können. Aber für mich war es einfach ein ultra cooler Tag. Ich habe so viel gesehen und ich freue mich wirklich auf die kommenden Events. Ich werde noch ein paar Mal hier unterwegs sein, zusammen mit TourTech vor allen Dingen. Und ich freue mich vor allem, die Leute wieder zu sehen. Ich habe mich gefreut, die Eifelbärs wieder zu sehen. Und ja, ich gebe mal zurück. Toll, dass ihr dabei wart. Bis bald. Sauber bleiben.